Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GTA Online. Und diese Bobbys haben heute Selbstmord vor. Heute mit mir Panos, der fährt nämlich meine Karre, die ich bestellen muss, die total schwul aussieht und schon keinen Scheinwerfer hat. Und der Blue Vault, der gerade ein Bobcat oder wie der auch hier heißt, Touring Car oder genau, Cargo Bob. Touring Car, auf jeden Fall. Und ja, die haben mir zwar erklärt, was wir jetzt vorhaben, aber so richtig verstanden habe ich es jetzt nicht wirklich. Übertreib's nicht, Alex. Alter, Alex, Alex. Jetzt sind nicht kurz vom Start. Das Teil hat keine Airbags. Oh mein Gott, nein. Ach so, das wolltet ihr machen. Ich dachte erstmal so runterfliegen und dann loslassen. Schaffst du denn zu landen? Ach ja. Alter Vater. Natürlich, Alter, ich bin Profi. Ja, komm, du bist Profi. Darf ich das auch mal versuchen? Ja. Steig mal aus. Guck mal, der Cargo Bob hat das sogar auch ohne Pilot überlebt. Ja? Ja. Wo ist er? So. Panos. Ja, da hinten ist er gelandet. Ja. Die Hupe. Warum überfährst du ihn? Danke, so bin ich schneller da. Hey, ich bin angeschoben. Lol. Jetzt ist er weg. Ha. Oh. Wo ist er denn? Ja, steig ein, Blue, dann. Was hast du denn da für eine Maske wieder an? Was machst du da für Zeichen, du kleiner Perversling? Hast du einen Cargo Bob? Oder hat Feuer gespuckt, ist nicht gut. Woher kommt der denn jetzt? So, hol mich ab hier. Okay, ist keine gute Idee. Ja. Noch ein Stück, noch ein Stück. Autsch. Soll ich fliegen, Panos? Ist keine gute Idee hier. Wollen wir auf die... Doch, das ist eine gute Idee. Wenn der Zug kommt, dann sind wir alle tot. Ah. Ja, okay. Ja, das sind zumindest Ersatzpläne, die Delta geschmiedet hat. Panos schafft es nicht, den reinzustecken, wie immer. Spieler fort. Okay, Blue. Jo. Du bist an der Reihe. Steigen Sie. Jo. Ups, sorry. Steigen Sie aus und holen Sie den Cargo Bob. Warte, ich muss den jetzt. Scheiße, der Zug kommt! Scheiße, ich krieg den nicht mehr weg. Nein, ich wurde überfahren. Oh mein Gott. Scheiße. Junge, jetzt ist der Cargo Bob weg. Weg. Bitte? Ich höre dich immer noch schreien. Du schreist gerade. Alles klar, du hast erstmal fett mein Internet abgeschmiert. Wir haben's gemerkt. Und wir sind alle tot. Ne, beziehungsweise ich bin nicht tot. Dafür kaum aber seid Blue. Ihr gegangen, habe ich euch angekoppelt und der Zug kam. Könnt ihr mir kurz eine Einladung schicken? Sozusagen haben wir wieder alles verloren, was wir in den letzten 5 Minuten uns aufgebaut haben. Okay, 5 Minuten, ja. Aber trotzdem. Also was gerade während der Aufnahme schmiert immer meine Internetverbindung. Egal, ja, ist Blue, kannst du denn einladen? Was? Ja, klar, kann ich machen. Ja, wer bestellt jetzt den Cargo Bob? Ich. Das müsste eigentlich Panos machen. Okay, das bedeutet, wir müssen auf ihn warten. Aber in der Zeit können wir aber beispielsweise die neuen Autos zeigen. Achso, ja. Das ist die von Legendary Motors. Da hat Panos beispielsweise den, Das ist zum Beispiel der Jester, richtig? Ganz genau. Und der sieht auch nicht mehr so frisch aus. Was hast du denn mit den gemacht? Ey, du musst mal in meine Werkstatt reinkommen, damit ich den mal hier aufpoliere. Lass mal eine Spritztour machen. Schau rein. Tu den Fahrzeugdetails. Moment. Alles klar, mein Speicherstand kann nicht geladen werden. Hat Hubraum 4,5 Liter, ein V6-Motor, 420 PS, Höchstgeschwindigkeit, 299 km/h oder 180 Meilen pro Stunde und von 0 auf 100 in circa 4 Sekunden. Sozusagen ungetuned. Recht gute Werte, würde ich mal sagen. Und ich hätte gerne wieder eine Einladung. Warte, Delta, du kannst ihn ja ausprobieren, wenn du magst. Dann kann ich Ihnen eine Einladung schicken. Ja. Wenn die Tussi mal hier rutscht. Steig rein. Jo.
Der andere fährt sich besser. Der Turismo. Ja gut, dafür ist er teurer gewesen. Also nicht der Jester, sondern der Turismo R. Turismo. Ey, was ist das jetzt los? Mein Spielstand kann nicht geladen werden. Deine Verbindung ist Schrott. War gerade der Richtige, ja? Musst du das Spiel neu Ach starten. komm, ich wäre fast durchgekommen. Ah. Bock auf Arm drücken. Spaß, das wäre ja feige. Warum? Weil du eine Frau als Charakter hast. Wette nicht, mach dich platt. Ja, das wüsste ich wohl, ne? Oder ziehst Der du einen Schwanz Alex ein? will Arm drücken. Dann tun wir doch Arm drücken, oder? Alles klar. Ist übrigens mein erstes Mal, dass ich Arm drücken tue, okay? Ja, ich habe das auch vorher nur einmal gemacht, aber ich glaube, das ist mit den Sticks ganz schnell hin und her bewegen. Dabei Na, natürlich okay, Radio, ne? spielen. Das ist ultra nötig. Ja, auf jeden Fall. Also. Versuchen wir mal als Mädel den Alex hier als Jungen platt zu machen. Ja, Ja, komm, guck mal, hast Junge. ja schon mal ganz schöne Oberarme, ne? Ja, hier, komm, Junge. Horizontal, was ist horizontal? Was ist horizontal? Horizontal ist hin und her, also rechts nach links. Boah. Okay, also nochmal. Ich will hoffen, das hat man jetzt nicht so gehört. Was denn? Doch, hat man. Ja, Wie du jetzt hier die. mit meinen Sticks, dass ich die so. Wie fortfahren? Nein, nicht fortfahren. Ich wollte nochmal. Ich will nochmal, Junge. Mann! Das ist, wenn man etwas liest und nicht zu Ende liest. Ja, du hast nur fortgelesen und nicht setzen, ne? Ja, nee, da stand fortfahren. X, da habe ich auf X gedrückt. Und danach habe Weißt ich du, was jetzt das gelesen, Ding dass. ist? Wir sind jetzt Was? in verschiedenen Lobbys nur durchs Abdrücken. Was? Was ist das für ein Ja. verkacktes Spiel? Warte, lad du mich ein. Dann muss man nicht sehen, wie du mir Einstimmen. beitrittst. Ja, mich gleich auch nochmal, Delta. Alter, das darf doch nicht wahr sein. GTA. Na gut. Wie ging das Der jetzt nochmal Delta mit einer? beitreten. Kannst du beitreten? Kannst du beitreten? Ist privat, wurde ja gerade gesagt, aber wird beigetreten. Okay, dann. Wird Wir auch betreten, nicht noch. beigetreten. Delta. Was? Ja, auch noch. Oder soll ich noch mal eine Lobby erstellen? Nee, nix Lobby erstellen. Kommt einfach jetzt rein, tun wir nochmal Arm drücken, dann beende ich die Aufnahme, dann machen wir eine neue. Okay. Und jetzt muss ich mit der schwulen Karre hier fahren, bis die zwei Bobbys es endlich hier geschafft haben. Hier mit Cargo Bob. Die Hobbys? sind. Ja, du und Panots seid Bobbys. Warum? Ich weiß nicht, hört sich Weil irgendwie. du auf Fortsetzen gedrückt hast. Deswegen sind wir Bobbys. Ja. Nein, aber Was? Panos und ich haben heute Nachmittag auch mal beispielsweise schon ein paar Missionen gemacht von Martin Madurazo. Aber wir haben Und gut das hat Kohle eigentlich bekommen. ziemlich Bock gemacht. Nicht nur, weil man jetzt etwas mehr Geld kriegt, sondern warte. Was die ganze Zeit GTA gespielt, immer einmal die Verbindung abgeschmiert. Kaum läuft die Aufnahme auf ein Probleme. Ja, Delta, du musst mich einladen, leider. Oh, nee, kann ich jetzt im Moment gar nicht einladen. Scheiße, jetzt bin ich Alex hinterhergejoint. Ja, ich bin hier in der vollen Lobby. Ich muss nämlich jetzt hier gucken, dass ich wegkomme und ich kann GTA eigentlich gar nicht mehr so gut spielen, weil ich ja die ganze Zeit nur Battlefield suchte. Ungrid ein bisschen. Ja, das auch sehr viel, nicht ein bisschen. Im Battlefield hauen sie jetzt aber auf jeden Fall geile Waffen raus. Ja, Alter, ich habe mir die Waffen angeschaut. Also diese MP7 irgendwie Ausrüstung, die ist einfach nur geil. Ne, nicht Ausrüstung, ich meine, diese Waffe, Aufsetzen. die so aussieht wie eine MP7, die sieht einfach nur geil aus. Meinst du MP7? Nein, das ist eine andere Waffe. MP5 ist das, glaube ich. MP5? Das wäre eine M5K. Nee, also die Ja, sieht aber so eben. aus wie eine MP7.
Konnte man jetzt die Waffen vom Neville Strike schon freischalten? Nein, wir müssen erstmal den Patch warten. Okay. Erst danach kann man. Wer zum Teufel ist das denn, die Polizei? Ja, ich finde es sehr schade, dass sie es nur auf 110 Level ausgelegt haben. Und dass EA jetzt. EA hat ja leider die Rechte an Battlefield und nicht DICE. Oder sonst wer. Aber ich finde es schade, dass sie jetzt. Sie wollen jetzt jedes Jahr ein neues Battlefield rausbringen, was sich eigentlich meiner Meinung nach gar nicht lohnt. Weil, Jedes Jahr. ja, das ist. COD macht das ja auch. Und die wollen ja natürlich mit Call of Duty konkurrieren. Das Aber ist ich finde der das eigentlich. absolut schwachsinnig. Ja, eben, das finde ich auch keine gute Idee, weil. Es hat mir in Battlefield 3 Spaß gemacht, einfach mal so lange einfach so. Da gab es bis zu Colonel 100 und das hat auch Spaß gemacht, sogar so lange dafür zu spielen. Und hier nur für Level 110 und dann ist Schluss. Ja. Und eigentlich keine Herausforderung. Und dafür hat man dann so viele geile Waffen, die dann eigentlich schon wieder am Ende des Jahres wieder ersetzt werden durch einen neuen Teil. Finde ich etwas schade. Ja, also mindestens sollte das Ganze 2, 3 Jahre Ja. bleiben, damit es sich auch lohnt. Sollte altern am besten. Weil der Preis für Battlefield ist ja auch ziemlich happig, ne? Also wenn ich jetzt jedes Jahr so einen Hunderter auslege, 140, ja. 130 Euro oder so. Ja. Ja. Wenn du Der 70 Euro Premium. vorbestellst und nochmal 50 für Premium, sind jährlich 120 Euro. Aber das ist zum Glück nicht so wie bei Black Ops 2, wo man ja für so ein DLC bezahlt, kriegt da 4 neue Maps und eine neue Waffe. Sondern man kriegt jetzt beispielsweise beim Neville Strike, man kriegt wieder einen neuen Spielmodus, das ist eigentlich immer so gewesen. Neuen Spielmodus kriegt man dazu. Jo, und GTA Online Let's Play verwandelt sich gerade in ein Talk Together Battlefield. Hier. Was ist gut, was ist Allgemein schlecht? Battlefield. Und ja, ich meine, Großartiges passiert gerade gar nicht mehr. Deswegen beende ich jetzt das Let's Play und wir sehen uns gleich wieder, wenn die zwei Bobbys es geschafft haben, in der Lobby reinzukommen. Bis gleich. Hab's geschafft. Hab's auch geschafft. Alter, seid ihr schon drinne? Ja. Ja. Ja, erstmal hier die Aufnahme beenden. Warte, ich tue euch in mein Apartment alle einladen, dann sind wir alle schnell da. Alter, bei dir genauso. Da musst du dir nicht die Tour schieben, ja?